Ihr langjähriges Wirkungsfeld verändert sich. Ja. Wie finden Sie das? Ich finde das erstaunlich und ich finde das sehr gut. Und der Hohnsberg ist schon immer mein Zuhause gewesen. Obwohl viele Leute mich nicht verstanden haben, aber inzwischen begreifen viele Leute, warum es hier so schön ist. Und dazu gehört eben auch diese Künstleraktion hier in der Heizke-Straße und in der Siemensstraße. Und deshalb unterstütze ich das auch, soweit ich das mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Begriffsmöglichkeiten von Kunst verbindet. Wie lange waren Sie evangelischer Pfarrer? Ich bin zum Hohnsberg gekommen im Jahre 1976. Das sind also, und im Jahre 2010 habe ich aufgehört zu arbeiten. Da waren ich also 34 Jahre habe ich hier gearbeitet, beruflich. Und jetzt leben wir immer noch im Hohnsberg und uns kriegt keiner mehr hier weg. Die Remscheider Fotografin Maria Müller ist mit Fotos zu dem Thema 5 vor 12 heute vertreten. Bezieht sich das auch auf den Hohnsberg? Ja, total auf den Hohnsberg. Ich habe hier in den letzten Jahren erlebt, wie viele Menschen hier weggezogen sind. Unter anderem ein alter Mann, den ich also fotografiert habe, der letzte in einem Häuserblock, wo ca. 10 Mietparteien wohnten. Und das hat mich inspiriert, dieses Thema 5 vor 12 hier aufzuhängen, umzusetzen mit diesen Fotos. Ich habe festgestellt, heute Morgen waren noch sehr wenig Besuch auf der Halsgestraße. Liegt das auch daran, dass man das wenig beworben hat? Ja, ganz offensichtlich. Auch da kommt das Thema zur Geltung, 5 vor 12. In Remscheid erlebe ich das immer wieder, dass keine Vorankündigungen stattfinden oder es passiert alles auf die letzte Minute, wie jetzt hier, 5 vor 12. Was wir noch dazu packen müssen, ist der da. Der ist ganz wichtig. Oh, hier sind gar keine Frauen, stellt er fest. Nee, jetzt muss ich kommen. Komm, Frau, wo haben wir denn die Kugel? So, Kremoll ist noch dran. Dann kommentiere ich das weiter. Kremoll ist noch dran. Jawohl. Einmal angestoßen und noch einmal. Showskating. Wir machen Shows, Promotion, Service on Skates, das heißt wir servieren auch auf Rollschuhen, meistens im 50er-Stil. Und wir freuen uns heute, Teil dieses Stadtfestes der Städtebauförderung zu sein. Wo kommen die Mädels her? Aus Wuppertal kommen wir her. I'll tell you all. I'll tell you all.
Ich glaube, ich komme in 5 Stunden noch mal wieder. Na, einen haben wir schon geschafft. Peter-Heinz, Baudezernent der Stadt Remscheid. Müsste man nicht 10 solcher Tage der Städtebeförderung haben? Um Gottes Willen, wer soll die denn alle organisieren? Also das heißt, es ist schon sehr schön, dass Aktivität aufkommt, aber an einem Tag im Jahr sowas zu machen, ist sicherlich ausreichend. Aber es zeigt ja, dass Sie sehr viel Freude an diesem Fest haben. Ja, auch viele Remscheider haben Freude an dem Fest, wenn sie denn gekommen sind. Allerdings, ich komme gerade vom Hohnsberg und da war der Besuch doch relativ dürftig. Ja, es ist schwierig, über verschiedene Stationen so viel Spannung aufrechtzuerhalten. Der Hohnsberg hat sicherlich seine ganz eigene Qualität und diese Sachen, die dort passiert sind, insbesondere die Aktivitäten der Künstler, bedürfen sicherlich einer ganz eigenständigen Werbung und Vermarktung, damit auch das klar wird, weil es wird eine ganz andere Zielgruppe dort angesprochen. Wir haben hier ein Potpourri an verschiedenen Maßnahmen, die an verschiedenen Standorten stattfinden und die Leute können nicht alle überall gleichzeitig sein.